Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und wir stehen hier in der Wüste und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal an, dass wir auf jeden Fall die Kohle herbekommen, dass wir die Statoren heute zum Laufen bekommen, dann haben wir das schon mal. Und vielleicht fangen wir auch an, dass wir die elektromagnetischen Steuerstäbe irgendwie hinbekommen. Da brauchen wir einen Haufen Katerium, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ganz genau, gut. Also, wir arbeiten ja hier mit dem Alternativrezept. Das heißt, wir brauchen Eisen und Kohle. Und das Eisen geht hier rein. Da mache ich Eisenbahnen draus und die gehen dann hier rein. Wir brauchen insgesamt drei Anlagen. Die kann ich gleich mal hinstellen. Und zwar richtig rum, wenn es gehen würde. So, wunderbar. Das heißt, das Wasser, das kommt hier. Da haben wir gar keine Probleme. Halt, Strom. Wir brauchen Strom. Scheiße, jetzt bist du voll. Mist. Ah, ich nehme es einfach von hier. Ich würde sagen, hierher, ganz genau, zack. Und der müsste auch noch, genau. So, Rezepte einstellen. Zack, zack, dann. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Die Frage ist bloß, mit der Kohle. Ich würde sagen, wir holen gleich komplettes Förderband mit 680 Kohle her. Dann habe ich es schon mal hier und musste jedes Mal hin und her laufen oder Förderbänder legen. Ich sollte mir halt merken, wie viel Kohle ich dann auch am Ende des Tages über habe. Mache ich eh nicht, ich kenne mich, aber der Grundgedanke wäre schon nicht schlecht. So, genau, und hier kommt die Kohle. Ich würde sagen, beziehungsweise nicht die Kohle hier, Eisen kommt hier. Kohle. Dumm. Förderbandsplitter. Ganz genau, und das Eisen kommt von da hinten. Halt, der braucht auch noch Strom. Das ist auch voll, das gibt's doch nicht. Moment mal, wir machen dich weg. Dann gehst du dahinter. Ganz genau. Irgendwie so passt das schon. So, jetzt schaue ich, dass ich das halbwegs vernünftig hinbekomme, aber das viel besser wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Dass ich mittig auf der Foundation bin. Muss gleich mal Förderbänder holen. Vom Zug oder vom Bahnhof. Ich hoffe, ich habe noch genug dabei, weil das Band jetzt zur Kohle wird ziemlich lang. Also Eisen kommt. Es ist so scheiße, dass das so komisch ausschaut. Ich hoffe, da wird noch irgendwie was geändert. Ja, Eisenbahn passt. Wunderbar. Halt, nicht wunderbar. Zack, zack, jetzt. Jetzt ist es wunderbar. Genau, so, jetzt brauchen wir Kohle. Die Frage ist jetzt. Also, ich hole erstmal Förderbänder. Beton habe ich eigentlich genug. Obwohl, kann ich auch noch mitnehmen. Ja, ich werde alle Förderbänder mitnehmen müssen. Ah, ich hoffe, die reichen. Ich glaube nicht. So viel habe ich nicht. Oder doch? Ich, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Ich war nicht mehr zurück im Lager. Das heißt. Ah doch, guck mal, wie viel Förderbänder wir haben. Haben wir hier noch welche drin? Ein Stack, zwei Stacks, okay. Wir nehmen mal noch ein bisschen Beton mit. Zack. So, Moment, scannen. Ja, wir haben hier hinten mehrere Quellen. Wir müssen mal gucken, zu welcher wir haben. Besten hinkommen. Ja, das wird schon die hier sein, ganz genau. Die Frage ist, gehen wir ein Stück nach oben? Oder probieren wir uns hier irgendwie durchzuschlängeln? Ich glaube, durchschlängeln klingt gut.
Dann haben wir auch einen Steg, da können wir überall die ganzen anderen Erzquellen anstöpseln. Das passt schon. Das Einzige, was ziemlich weit oben ist, ist da hinten, glaube ich, das Schwefel. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche auf die Schnelle. Wir müssten auf jeden Fall noch Batterien machen, irgendwann. Die dann Richtung Hauptbase schicken, weil da hinten werden nicht genügend Batterien produziert. Wenn das alles laufen könnte mit den Drohnen irgendwann mal. Wir brauchen ja noch einen Haufen Drohnen. Also aktuell läuft's, aber mal gucken. So, also da hinten irgendwo. Ja, geht gerade so noch. Hier irgendwo startet man auch, wenn man in der Wüste anfängt. Was habe ich wieder vergessen? Strom. Egal, wir nehmen es beim Zurückgehen mit. Falls ich überhaupt so weit kommen sollte. Da oben wäre eine Festplatte. Komm, die holen wir uns, oder? Ja, komm, die holen wir uns. Ich bin gespannt, ob der Weltmarkierung oder der Weltmarker weggeht, wenn ich die Festplatte einsammle. Ich habe keinen Platz. Doch. Er geht weg, sehr gut. Strommasten. Mem. Ah, geht hier oben wahrscheinlich nicht, oder? Muss gehen. Geht auch. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht allzu viel Festplatten sammeln wollen, weil wir machen nochmal eine Tour und dann nehmen wir alle Festplatten mit. Dann machen wir eine große Tour und holen uns alle Festplatten. Also alle, die wir holen können. Wir können ja 2, 3 Festplatten nicht holen. Das ist einmal Quantencomputer, den haben wir nicht. Und hier irgendwo Supercomputer haben wir. Überlagerungsoszillatoren. Das bekommen wir dann über dieses Weihnachtsevent. Das ja bald startet und das auch geändert werden soll. Ich bin gespannt. Gut, jetzt scanne ich nochmal ganz kurz, aber die müsste jetzt theoretisch eigentlich hier irgendwo sein, die Kohle. Oder da. Oder ganz woanders. Da hinten, man sieht sogar schon. Ah, das wird ein langes Förderband. Hilft nichts. Man hätte es auch mit dem Auto machen können, tatsächlich. Aber bei solchen großen Mengen, da hinten sind ja 3 oder 4 Kohlequellen, 3 Stück, glaube ich. Weiß ich nicht, ob da ein Auto ausreicht. Außerdem, naja, die Strecke würde schon gehen eigentlich. Naja, egal. So, Moment mal. Das werden sehr viele Kurven. Da oben ist die nächste Festplatte. Die holen wir uns aber jetzt nicht. Wie schon gesagt, wir machen da mal nochmal eine Tour. Und dann passt es. So, hier müsste das jetzt irgendwo sein. Ja, ich sehe es schon. Okay, gut. Scheiß auf die Eisenquelle, komm. Wir werden sie nicht brauchen. Gut, hier oben ist die Kohlequelle. 1, 2, 3 Stück müssten es sein. Genau. Sehr, sehr gut. Gar nicht bewacht. Doch, da unten. Was haben wir denn hier? Normal. Wieder normal. Und unrein. 100%, oder? Auch normal. Okay, gut. Necken könnten wir auch mal einsammeln. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Egal. So, dann schaue ich mal. Also ich würde sagen, wir übertakten jetzt erstmal eine Kohlequelle komplett mit dem MK3-Miner. Und dann haben wir noch 2 Kohlequellen hier über. Das, also wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Reicht eine Foundation? Boah, das ist sauknapp, ne? Wir machen das mal folgendermaßen. Wir legen eine kleine oben drauf und dann eine große.
Jetzt müsste das besser passen. Ja. Sehr gut. So, MK3 Miner. Achso. Also wenn man die tatsächlich mal irgendwann stacken kann, dann würde ich mich mal hinhocken und 200 machen. Aber so. Total dumm. Hab gar nicht den Platz dazu, sehe ich gerade. Dann schmeißen wir weg. Ach komm, was soll's. So, Moment mal. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Beziehungsweise, nein, der zeigt es mir ja hier auch an ohne Strom. Das ist schon mal gut. Ja, 600. 600 Kohle mal 3, wenn 1800. Und das muss reichen, würde ich sagen. Gut, jetzt gehen wir zurück. Das Problem ist, ich muss nochmal gehen wegen dem Strom. Beziehungsweise, ja, wir machen das. Ist egal, wir müssen sowieso nochmal gehen. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich ziehe erst den Strom her, dann tue ich mir leichter, das Förderband zu verlegen. Dann muss ich ja trotzdem zweimal laufen, das ist ein Schmarrn. Das war einfach dumm. Ich hätte es einfach von Anfang an mitnehmen sollen. Ja, das ist Post. Ich glaube eh nicht, dass die Förderbänder reichen. Ja, obwohl. Es schaut weiter aus, als es ist. Na doch, es ist schon weit. Es ist schon weit. Ja, wie hätte ich es denn sonst machen können? Mit einer Drohne? Okay, aber... Da habe ich das gleiche Problem wie mit dem LKW. Die bringt einfach zu wenig. Obwohl wahrscheinlich eine MK3 meiner gehen würde. Aber wenn ich das andere dann brauche... Die anderen coole Quellen. Außerdem bei einer Drohne habe ich das Problem, dass ich erstmal Batterien brauche. Und die habe ich natürlich noch gar nicht. Oder Zugverbindung. Aber ich finde den normalen Zug so klobig. Keine Ahnung. Da müsste es eine kleinere Variante davon geben. Eine schmalere. Mit engeren Kurven und so. Natürlich auch mit weniger Kapazität, klar, aber... Er ist mir einfach zu klobig. Für so relativ kurze Strecken. Nee, das Förderband reicht easy. Schön mittig, dass ich ja nicht mehr mit den anderen Förderbändern vernünftig vorbei kann, klar. Ja doch, obwohl links und rechts, das geht schon. Also seht ihr das? Auch beim Förderbandbau, das ist total verschwommen. Ich habe gelesen, dass es irgendeine Einstellung ist, aber ich habe keine Ahnung, welche das war. Also man kann es mit einer Einstellung ändern irgendwie. Aber das ist mehr so ein Trick und nicht eine richtige Einstellung. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Weil das stört mich schon ein bisschen. Und vor allem, es wird ja auch nichts dran gemacht. Weil es hätte ja schon vom... Ist ja seit ein paar Wochen schon so. Es hätte man ja zumindest verbessern müssen. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Gut, also. Es ist nicht weltdramatisch. Noch nicht. Zack, zack, zack. Genau, dann müssen wir nochmal ein Kabel verlegen. Leider, leider, leider. Ach, war das jetzt wieder schlecht von mir. Aber jetzt ganz genau. Gut. Moment mal. 25 Kabel. Halt. Ich lasse mich mal dahinter schießen.
Wahrscheinlich bleibe ich jetzt irgendwo hängen. Klassiker. Nee. Fallschaden. Hier habe ich keine Kabel mehr. Scheiße. Aber hier, Gott sei Dank. Hier müssen wir übrigens dann noch einen Schredder hinstellen. Können wir eigentlich gleich mal machen. Wo geht denn das hin? Hier. Autosave. Genau. Kommst du mal weg hier. Deswegen machen wir das ja auch eigentlich, dass wir es vernichten. Spezial Shredder. Also das wird aber sehr, sehr lange dauern, bis der was zum Tun hat. Jetzt ist das hier auch voll. Moment. Also mein Plan wäre, dass wir haben jetzt schon noch, ich sage jetzt mal, 2 Wochen ungefähr Zeit. Dass wir auf jeden Fall die modularen Motoren fertig bekommen. Komplett fertig, dass die laufen. Dann kann ich nämlich hinten, also dann laufen die hier schon mal alle voll. Und hinten kann ich mit einem Überschuss dann arbeiten, dass die vernichtet werden, dass ich ein paar Coupons generiere wenigstens. Und dann beginnt ja eh das Weihnachts-Event. Und bis dahin sollte, ja, also die modularen Motoren auf jeden Fall. Dass wir das komplett fertig bekommen in 2 Wochen, glaube ich jetzt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier kommt noch so viel Mist dazu. Aber mal schauen. Ich gehe sogar davon aus, dass wir, obwohl die Motoren sollten wir eigentlich schon fertig bekommen. Wir werden sehen. Oh, Forschung abgeschlossen. Geil. Billiger Quarzsand. Kühlkörper. Auch nicht schlecht. Gummi allerdings. Gummi ist ja so ein Problem. Die Bilder sind. Also, manche Bilder sind scharf, manche sind unscharf. Hatten wir letztes Mal schon. Billiger Quarzsand. Mit Kalkstein kombiniert. Die Frage ist: Brauche ich so ultra viel Quarzsand? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich nehme jetzt mal den hier, was soll's. Wahrscheinlich ist es die falsche Alternative gewesen. Gut, dann hinter Strohmann schließen, dann hätten wir schon das ganze Stahlding fertig. Wir müssten übrigens mal gucken, schaut's denn hier eigentlich aus? Ja, wenn alles läuft, also wenn alles laufen würde, hätten wir jetzt noch knapp 2000 Megawatt Puffer. Ist natürlich lächerlich wenig. Das heißt, wir müssen auch irgendwann mal gucken, dass wir bei den AKWs weitermachen. Vielleicht machen wir so eine Übergangsphase, weiß ich nicht, 1, 2 Tage zwischen Weihnachtsevent und dem hier, dass wir, bevor das Weihnachtsevent losgeht, nochmal ein paar AKWs aufstellen. Dass wir einfach sicher sind. Weil dieses Mal würde ich das Weihnachtsevent schon ein bisschen größer aufziehen. Das Problem letztes Mal war, es startet wirklich relativ easy. Aber hinten raus braucht man so viel Sachen. Und wenn man da von Anfang an nicht vernünftig arbeitet, das ist schlecht. Und vor allem, ich baue ja die Weihnachtsgebäude immer richtig mit Deko und was weiß ich alles. Mal gucken. Und dann muss ich wieder jedes Mal 7 Stunden lang suchen, bis ich das richtige Türchen finde. Oder überhaupt ein Türchen finde. Aber wir werden wahrscheinlich nicht direkt zum ersten anfangen, dass wir da mal so 2, 3, 4, 5 Türchen auf einmal öffnen können. Dass wir auch ein bisschen was machen können, weil gut, am Anfang geht es wirklich erst mega zäh vorwärts. Aber wie schon gesagt, es soll ja geändert werden. Mal gucken. Wahrscheinlich kann ich es eh nicht abwarten. Wie so ein kleines Kind. Gut. Das bedeutet, wir fangen jetzt gleich an mit den ganzen KI-Begrenzern. Das wird lustig. Das wird sehr lustig.
So, 600 Kohle Marsch. Jetzt kann ich ja wenigstens zurückfliegen. So, KI-Begrenzer. Wir brauchen, glaube ich, insgesamt 90 Stück. Wir schauen gleich mal. Das dauert jetzt eh erstmal ein halbes Jahr, obwohl es MK5-Band ist, bis die Kohle hinten ankommt. Aber ich schaue noch mal ganz kurz, ob alles passt. Müsste aber eigentlich. Ja, genau, die Kohle kommt von hier. Eisen ist vollgelaufen. Rezepte passen auch alle. Die Stahlbahnen gehen da rein. Werden hier umgebaut zu Stahlrohre. Da drüben liegt ja schon der Turbodraht an. Und in Kombination werden hier die Statoren gemacht. Und die gehen dann hier rein. Und dann fehlen die KI-Begrenzer. Genau, Moment mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 haben wir. Wir haben irgendwo mal was übertaktet. Aber nicht hier. Also 15 mal 4 sind 60 bloß. Quatsch. 60. 60 KI-Begrenzer. Moment mal, wir schauen uns mal ganz kurz das an. Moment mal. Das ist das normale Rezept mit Aluplatten und Kupfer. Und das haben wir gerade eben freigeschalten. Da braucht man halt Gummi. Ich weiß nicht. Gummi könnte echt ein Problem werden. KI-Begrenzer. Kupfer, gar kein Problem. So, wie viele Anlagen brauchen wir? 12 Stück. Wieder 12. Also immer zwischen 10 und 15 Anlagen, was wir hier brauchen. 12 Stück, dann sind wir bei 60 KI-Begrenzer. Das sind 1200 Turbodraht. Das geht. Die Frage ist, bauen wir das mit einem Alternativrezept vielleicht? Den Turbodraht. Müssen wir mal schauen. Von wo kommt denn jetzt das andere? Ja, von da hinten kommen die rein. Quatsch, bin ich hier auch komplett falsch. Von hier. Wenn ich jetzt die 12 Anlagen hier reinquetsche, geht das? Geht klar. Mir gehen bloß die Statoren aus, aber die Rotoren aus. Die habe ich aber mit Sicherheit im Zug. Sage ich jetzt mal so. Moment, ich brauche hier. Können wir die vielleicht mal schön nebeneinander machen? Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Platz hinten auch. Aber das Band kann ich auch noch anders legen. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht alles zu eng jetzt mache. Ich habe die ganze Wüste Platz und ich fange schon wieder alles, an, alles nebeneinander zu stellen, dass alles richtig schön eng ist. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passt doch. Was will ich denn eigentlich? Gut, aber hier werden wir jetzt wieder mit Steuerung C, Steuerung V arbeiten. Hat das funktioniert? Ja. Ja, immer hin und wieder sollte man das kontrollieren. Hatte schon manchmal das Problem, dass es nicht funktioniert hat. Das lag aber an mir. Ich habe einfach, bin einfach mit dem Fadenkreuz oder mit dem Zahnrad einfach ganz woanders gewesen. Oder ich habe gewurschtfingert. Das passiert bei mir so oft. Vor allem, wenn ich nicht auf die Tastatur schaue. Was ich da für Tasten drücke manchmal, unglaublich. Gut, dann passt es. Dann brauchen wir jetzt nochmal schnell Strom. Und dann der hier. Wie viel hast du noch frei? Einen. Und du auch noch einen. Passt. Wunderbar. Gut. Und hier müssen die rein. Die KI-Begrenzer, genau.
Fusionator. Passt. Ich kann hier schlecht mit der Steuerungstaste arbeiten. Eisenstangen fehlen. Die habe ich auf jeden Fall. Obwohl, ich hatte ja gesagt, Eisenstangen brauchen wir gar nicht so viele, weil wir die selten brauchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich so schlau war und ein, zwei Stacks mitgenommen habe. Obwohl, schlau und ich in einem Satz, schwere Kombination, Leute. Ah, guck mal. Doch. Die Kombination gibt es doch noch. Man mag es gar nicht glauben. So, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich dafür bestraft. Also hier muss man auch irgendwann mal einen Überblick noch behalten. Wenn hier irgendwo ein Fehler ist am Ende des Tages... Uiuiuiui. Das passt aber alles. Das passt auch, sehr gut. Also gut. Das Problem wird wahrscheinlich... Problem nicht. Das Aufwendige wird jetzt wahrscheinlich sein, dass wir 1200 Turbodraht produzieren müssen. Allerdings haben wir da ein Alternativrezept. Da gucken wir gleich mal. Ich glaube in Kombination mit Kupfer. Kann das sein? Oh, der war scheiße. Einer muss immer aus Reihe tanzen. Gut. Halt falsch. Genau, mit Kupfer. Hier wären es 60 und hier wären es 120. Also ich würde sagen, wir nehmen die... Da wir ja eh Kupfer brauchen, würde ich sagen, machen wir das Rezept. Da bekomme ich aus einem Katheriumbaum, Baum vor allem, aus allen Katheriumbaren über das Doppelte raus. Das machen wir so. Allerdings brauche ich ziemlich viel Kupfer, aber Kupfer, kein Problem. Das heißt, wir brauchen 5, 10 Fabrikatoren. Das wird natürlich jetzt halt alles eng, habe ich. Oh, wow, ich muss mal gucken, ob ich die Rotoren noch da habe. Oh, das könnte sein, dass ich die jetzt nicht da habe. Das wäre schlecht. Naja, egal. Dann ist das so. Ah, 36 schon mal. Und was ist da noch drin? Bitte, 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 bitte. Jawohl, ich bin so gut. Yes. Also 10 Stück brauchen wir, 2x5 quasi. Das sind 2 Förderbänder mit jeweils 600 Turbodraht. Ich überlege bloß gerade, wie wir das machen. Dass wir das gleich am besten kombinieren. Also Moment mal, ich mache jetzt hier mal einfach den Förderbandsplitter hin. Einmal so und wegen mir einmal so. Genau. Und dann kommt hier unten was rein und hier oben was rein. Ah, Moment mal. Wir brauchen insgesamt 25 mal 12 sind 300. Plus... Zehnmal die Anlage. Wir brauchen zehnmal die. Nee, Quatsch, dann bin ich ja bloß bei 900. Das... Es kommen 90 pro Minute raus.
Noch 1200 Turbodraht. Hey, Moment mal, was wurde mir denn hier jetzt angezeigt? Tut mir leid, Leute. Habe ich einen Rechenfehler? Also gut, 12 Stück kommen raus. Das heißt, 600, also mal 5 sind 50, sind 60. Nee, das, irgendwie passt das nicht. Ich habe gerade Knoten im Kopf. Oh Gott, das sind ja. Moment mal, das sind ja auch. Ich muss ja mal 90 nehmen. Das sind 450. Wir machen es jetzt ganz einfach. Sieben Anlagen. 14 Anlagen brauche ich. 14. Die Frage ist natürlich. Ich brauche halt verhältnismäßig sehr viel. 14 mal 37, also verhältnismäßig sehr viel Kupfer. 14 mal 37,5. Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich leider so nicht machen, Leute. Weil ich brauche ja auch noch. Kupferbarren, Kupferbleche. Ich brauche ja noch Kupferbleche. Moment mal. Wir gehen jetzt mal durch, wie viel Kupferbarren wir brauchen würden. Ich muss jetzt mal ein paar Anlagen hinstellen, weil sonst bekomme ich hier gar nichts mehr hin hier. Das ist übrigens die falsche Anlage. Beziehungsweise. Ich könnte es auch so machen. Wasser habe ich da, Leute. Wasser habe ich da. Das wäre dann 1 zu 1. Das wäre 1 zu 1. Jetzt geht's los mit Mathe. Ich könnte es natürlich auch ganz einfach machen und sagen, okay, ich brauche 200. Wahrscheinlich ist es auch einfach besser. Dann brauchen wir halt 20 Anlagen. Mein Gott. Dann würde es auch genau ausgehen. Die 1200. Das Alternativrezept ist nicht so geil. Ich spare mir halt ein bisschen Katerium, aber dafür gehe ich halt sau viel Kupfer weg. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Dann machen wir das mit dem klassischen Rezept. Das bedeutet 20 Anlagen. Ist natürlich super ekelhaft, die alle aufzustellen, aber naja. Das sind 240 Katerium-Barren. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Katerium-Barren. Anlage rein. 240. Oh je. Das sind 480 Katerium-Erz. 480. Und wir haben hier jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 480, ich brauche jetzt wirklich plus, ihr lacht euch wahrscheinlich schlapp 720. Würden wir da hinten rausbekommen. Jetzt ist aber folgendes Problem. Also wir würden das alles noch rausbekommen aus dem Miner, gar kein Problem. Die Frage ist, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Kriterium brauchen. Dann hätten wir da hinten nochmal was. Okay, das ist nicht so weit weg, das ist gut. Ich glaube auch, ich weiß, wo das ist. Ja. Weil hier beginnt dann quasi. Oder ist es. Ich weiß es nicht. Ja, okay, das ist nicht so weit weg. Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier nochmal irgendwas ist. Kann es sein, weiß ich nicht. Dann machen wir es jetzt so. Das heißt. Allerdings müssen wir schon mit den alternativen reinen Katerium-Bahnen arbeiten. Sonst bekommen wir das überhaupt nicht hin. So, was hatte ich jetzt gesagt? Ach, mein Hirn ohne Witz. Wie viele Bahnen brauche ich jetzt? Ich bin maximal verwirrt. 240.
Um Gottes Willen, ich merke gerade eigentlich, wie irrsinnig viele Raffinerien ich jetzt brauche. Es sind 20 Raffinerien. Aber okay. Das sind 20 Raffinerien. Die könnten wir eigentlich theoretisch gleich hier so reinstellen. Oder am besten auf die anderen Seite, da haben wir auch das Wasser dort. Muss ich mal ganz kurz gucken. 720. Passt. Gut, Moment. Verwirrung ist am Start. 20. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob alles passt. 20. Das sind auch wieder 480 Kubik Wasser. Das wird eng, Leute, das wird eng. Also mit der Pipeline wird es eng. 480 Kubik Wasser. Und hier gehen ja schon, das sind 10 Anlagen. Hier gehen ja schon 240 Kubik weg. Das heißt, wir müssten sowieso eine zweite Pipeline herlegen. Dann passt es, dann ist das Wasser doch schneller weg, als ich eigentlich dachte. Gut, einfach anfangen. Einfach anfangen, was sonst wird das nix. So, also gut. Sinnvoll wäre es theoretisch, dass ich den Raffinerie so rum hinstelle. Dann komme ich von hinten gut ran mit dem Wasser. Und der Output ist auch in der richtigen Richtung. Okay. 20 Anlagen. Cool. Aber mir gehen Stahlbetonträger aus, Motoren, mir geht eigentlich jetzt ziemlich alles aus. Aber es müsste ich eigentlich noch alles haben. Gucken wir gleich mal. Ja, wir gucken mal. Ja, also ich glaube, das Alternativrezept mit Turbodraht, wenn man wirklich am Arsch der Welt steht und man hat nirgendwo Caterium in der Nähe und man wird zugebombt mit Kupfer, kann man das nutzen. Ich finde es nicht wirklich gut. Bin ich ehrlich, weil einfach das Verhältnis nicht passt. Man braucht so viel Kupfer. Also Motoren hätte ich. Stahlbetonträger auch. Stahlrohre. Auch. Ja, ich darf, glaube ich, dann bald mal wieder zurückgehen. Und auffüllen. Passt, oder? Nein, ich werde nicht alle hinbekommen, leider. Mir fehlen die Stahlrohre tatsächlich. Obwohl, nein, fliegen wir nicht. Ich produziere sie ja. Hehe. Oder? Das wäre der Klasse ja gewesen. Ich produziere hier ein Produkt. Ganz genau. Ein Produkt produziere ich gut mit dem Turbodraht. Zwei. Und das geht mir aus und ich gehe deswegen zurück. Das wäre so der Klasse ja gewesen. Wir brauchen 20 Anlagen, das ist natürlich eine Hausnummer. Wir haben jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bekomme ich den 10. noch hin? Jawohl, dann ziehen wir hier mal noch hinter. Ja, gut, aber ich muss sagen, mir war das schon klar, dass das mit den KI-Begrenzern nicht ganz einfach wird. Aber hier ist es tatsächlich so, manchmal ist das normale Standardrezept einfach sinnvoller und einfacher umzusetzen. Außer ich habe jetzt irgendwie kompletten Denk- und Rechenfehler. Ich spare mir halt ein paar Gebäude. Ja, gut, okay, das stimmt. Obwohl, dann müsste ich wieder mehr Raffinerien bauen für das ganze Kupfer. Das habe ich natürlich wieder nicht mitgezählt. Ich Genie. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Einer fehlt noch.
Ah, das war halt schon wieder sehr zahlenaffin heute. Ist schon wieder kurz davor, dass wir die beiden Gehirnzellen durchbrennen. Ach so. Ja gut, aber das ist kein Problem. Wenn wir was produzieren, dann ist es das hier. Dann hätten wir die Katheriumquelle hier mehr oder weniger. Wir haben noch ein bisschen. 60 Katherium hätten wir noch über, theoretisch. Dann wäre die aber erschöpft. Ist aber nicht schlimm. So, Moment mal. Und setzen wir jetzt hier einen Splitter drauf. Ganz genau. Dann geht es jetzt hier so weiter, zack, wie eigentlich immer. Von unten drunter kommt das Wasser rein mit einer separaten Pipeline. Wir haben noch eine, die bringt 600 und eine, die bringt 300. Und dann haben wir aber immer noch überall ein bisschen Puffer oder was über. Wir müssen ja auch noch Raffinerien bauen fürs Kupfer. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig, weil sonst komme ich in Teufels Küche. Wenn ich nicht eh schon dort bin. Direkt beim Teufel. Höchstpersönlich. So. Aber dann haben wir das Problem oder die Problematik mit dem Turbodraht jetzt hinter uns gelassen. Mehr oder weniger. Wir müssen halt jetzt noch 20 Fabrikatoren bauen. Boah, das ist schon krass, dass so eine. Da finde ich, passt das Verhältnis irgendwie jetzt nicht ganz so. Wenn wir uns mal die anderen beiden Rezepte anschauen, hier beim Eisen kommen 65 pro Minute raus. Das ist halt schon sehr viel eigentlich. Beim Kupfer kommen 37,5 raus. Dafür ist halt der Input lächerlich wenig. Und beim Katerium kommen halt bloß 12 raus. Was ich geiler fände, wenn wir jetzt hier zum Beispiel wegen mir 72. Die dreifache. Das Verhältnis kann ja passen, aber dass hinten halt einfach nicht bloß noch 12 rauskommt, sondern 36 oder so. Weil dann braucht man halt, wir sehen es jetzt, wir brauchen mega. Ja, was ist ein bisschen mega. Mega. Bisschen Katheriumbahn brauchen wir halt extrem viel Anlagen. Das ist halt irgendwie Fail. Aber gut, so ist es. Dann hätten wir das auch mehr oder weniger. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass die elektromagnetischen Steuerstäbe laufen. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Das ist. Ja. Man darf sich nicht täuschen. Wir müssen auf jeden Fall die Anlage zum Laufen bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Dann müssen wir auf jeden Fall noch Kupferbleche machen. Da bin ich immer überlegen. Wir brauchen nämlich ziemlich viel. 25 mal 12 oder was weiß ich. Lass mal nochmal zählen. Dass ich die vielleicht tatsächlich über die Raffinerie auch mache. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht komplett verschwenderisch mit dem Wasser bin. Also ich sag mal, die Barren mit Wasser machen, also mit diesem Rezept machen, ist okay. Weil da bekommen wir aus dem Grunderz wirklich viel raus. Das ist gut. Aber dann wieder hier das zu machen. Ich würde halt mehr Kupfer rausbekommen, allerdings würde es auch anders gehen. Dann verliere ich ein bisschen Kupferbarren. Hier. Ja, 50% verliere ich. Okay. Hier mache ich aus 20 Kupferbarren 10 Bleche. Und hier ist es 1 zu 1. Allerdings brauche ich wieder Wasser. Und ich glaube, davon werden wir wieder 10, 12 Anlagen brauchen. Und es sind auch wieder 250, 300, 400 Kubik Wasser. Dann wird es schon eng. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber bekommen wir auf jeden Fall hin. Wir haben, glaube ich, sogar noch eine zweite Wasserquelle da hinten.
Also nochmal so eine. Und wenn nicht, ich glaube schon, oder? Die haben wir angeschlossen. Die wäre hier. Okay, wir haben hier übrigens auch eine bisschen Wasser. Da könnten wir auch arbeiten mit dem Wasser da hinten. Und wenn nicht, gehen wir, also wenn wir wirklich alle Strecke reißen, gehen wir da hinten ist die Schlucht, da geht es runter zum Meer. Und wenn nicht, ballern wir dahinter einfach tonnenweise Kupfer und bauen auf dem Meer eine Anlage und bringen dann das Kupfer wieder her. Irgendwie bekommen wir das schon hin. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.